herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des European Circle Report. Das Jahr 2010 ist fast zu Ende und wir lassen in unserem Jahresrückblick die wichtigsten Ereignisse Revue passieren. Am 12. Januar erschütterte ein schweres Erdbeben den Karibikstaat Haiti. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen kamen dabei bis zu 300.000 Menschen ums Leben, mehr als 1 Million Menschen wurden obdachlos. Zahlreiche Staaten stellten Hilfsgelder für die Versorgung der Opfer und den Wiederaufbau zur Verfügung. Die EU sagte auf einer Geberkonferenz 1,3 Milliarden Euro Unterstützung zu. EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton legte Wert auf einen langfristigen Wiederaufbauplan. Für die Europäische Union steht fest, dass dieses krisengeschüttelte Land einen langfristigen Wiederaufbauplan, gemeinhin bekannt als 10-Jahres-Plan, braucht. Nur ein solches Programm kann den ökonomischen Wiederaufbau Haitis bewerkstelligen, sodass sich wieder eine langfristig stabile und krisenresistente Inlandswirtschaft regenerieren kann. Auch dieses Jahr waren die Folgen der Finanzkrise noch deutlich zu spüren. Griechenlands Haushaltsdefizit betrug im Vorjahr beinahe 13%. Im April 2010 musste der Staat schließlich um finanzielle Hilfe ansuchen, um einen den drohenden Bankrott abzuwenden. Schon im März hatten die Staats- und Regierungschefs der Eurozone über Hilfsmaßnahmen für diesen Fall verhandelt. EU-Kommissionschef José Barroso betonte, wie wichtig Solidarität unter den Euro-Ländern sei. Für uns war es besonders wichtig, dass wir garantieren, dass es eine europäische Vorrichtung gibt, einen konkreten Hilfsplan der Eurozone. Und genau das haben wir heute hier einstimmig beschlossen. Dabei werden wir eng mit dem IWF zusammenarbeiten. Die EU und der Internationale Währungsfonds IWF werden Griechenland während der kommenden 3 Jahre mit Hilfskrediten in Höhe von 110 Milliarden Euro unterstützen. Im Gegenzug musste sich Griechenland zu strengen Sparmaßnahmen verpflichten. Im November suchte schließlich auch Irland um Hilfe an. Die EU beschloss ein Rettungspaket über 85 Milliarden Euro. Eine Umweltkatastrophe verursachte die Bohrinsel Deepwater Horizon des Energieunternehmens BP im Golf von Mexiko. Ende April versank die Bohrinsel nach einer Explosion im Ozean. Beinahe 3 Monate lang strömte Öl ungehindert ins Wasser. Dies war besonders für die tierischen Meeresbewohner verheerend, vor allem Fische und Vögel waren dem Öl schutzlos ausgeliefert. Anfang Juli bekam Deutschland mit Christian Wulff ein neues Staatsoberhaupt. 3-mal musste die Bundesversammlung abstimmen, bevor sich Wulff als Kandidat der schwarz-gelben Bundesregierung gegen Joachim Gauck durchsetzen konnte, der von SPD und Grün nominiert worden war. Vor seinem Amtsantritt war Wulff CDU-Politiker und Ministerpräsident Niedersachsens. Sein Amtsvorgänger Horst Köhler war Ende Mai überraschend zurückgetreten. Grund dafür war die scharfe Kritik, der er nach seinen Aussagen zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ausgesetzt war. In einem Radiointerview Mitte Mai hatte Köhler erklärt, dass im Notfall ein militärischer Einsatz notwendig sei, um Deutschlands Interessen zu wahren. Die Kritik geht aber so weit, mir zu unterstellen, ich befürwortete Einsätze der Bundeswehr, die vom Grundgesetz nicht gedeckt wären. Diese Kritik entbehrt jeder Rechtfertigung. Ende Juli führte starker Monsunregen zu katastrophalen Überschwemmungen im Nordwesten Pakistans. Das Wasser stand zum Teil über 5 Meter hoch, es vernichtete Ackerland und zahlreiche Ernteerträge. Auch das Trinkwasser wurde durch die Fluten verunreinigt, Krankheiten brachen aus. Nach offiziellen Regierungsinformationen starben insgesamt 1.700 Menschen an den Folgen der Überschwemmungen. Neben der menschlichen Tragödie verschärfte die Flut auch die politische Situation in Pakistan. Extremistische Gruppen wie die Taliban nutzten die Situation für ihre Zwecke. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte in ihrem Webcast, dass man Pakistan in dieser Situation besonders unterstützen müsse. Pakistan ist ein Nachbarland von Afghanistan. In der Region, die jetzt doch besonders stark überflutet ist, operieren zum Teil die Kräfte von Al-Qaida und den Taliban. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zeigen, dass die internationale Gemeinschaft bei den Menschen in Pakistan ist, dass wir deutlich machen, dass wir ihnen Hilfe geben wollen und damit alles tun, um zu verhindern, dass politische Kräfte, die nicht unsere Ziele verfolgen, durch eine solche Naturkatastrophe gestärkt werden können. Humanitäre Hilfe bekam Pakistan von zahlreichen Staaten und Organisationen sowie von Privatspendern. Deutschland half mit 25 Millionen Euro, die EU gab 70 Millionen Euro. Die UN stellte über 350 Millionen Euro Soforthilfe bereit. Das war der Report für dieses Jahr. Guten Rutsch und auf Wiedersehen.